Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Elex. Beim letzten Mal, ja, haben wir die große Detektivquest aufgeklärt, beziehungsweise die große Geschichte um den Tod von Ascor aufgeklärt. Es war, ja, Duras und ich habe beim letzten Mal schon alles darüber gesagt, was ich darüber sagen will. Es wurde sogar noch ein bisschen, ja, es wurden noch Dinge in die Kommentare geschrieben, die, wo man eigentlich sagen kann, ja, die machen das Ganze noch ein bisschen unlogischer. Beispielsweise, dass er ja die Kriegerprüfung gemacht hat und die Krieger eigentlich ja gar nichts mit den Setzlingen zu tun haben, wie einer der anderen Krieger uns gesagt hat ja sogar. Der hatte keine Ahnung, was er mit dem Setzling tun sollte, weswegen wir ihm ja Rock zurückbringen sollen, den Setzer. Und ja, das ergibt dann auch nochmal gar keinen Sinn, aber ich glaube, wir haben jetzt genug darüber gesagt und geschrieben. Und ja, es gab ja dann am Ende zwei kleine Entscheidungen, einmal natürlich über Duras und natürlich über Rock, aber wir kümmern uns erstmal um die Entscheidung zu Duras. Und ja, da wart ihr euch mehr als einig, Duras ist einfach nicht vertrauenswürdig genug und deswegen fackeln wir nicht lange und bringen ihn zu Ragnar. Ich habe übrigens das schon mal offscreen gemacht, wie ihr seht, dass ich Falk zurückgeschickt habe, damit wir, ja, die beiden Typen dann ordentlich, damit wir mit den beiden, oder damit hier nicht einer die ganze Zeit oben rumsteht. Und ja, ich würde dann mal sagen, man muss nämlich erst noch sagen, dass wir zu Ragnar gehen wollen. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Ragnar erwartet eine Antwort von dir. Und ich denke, das werde ich übernehmen. Was wirst du? Ich habe den Fall gelöst. Ich werde auch die Belohnung kassieren. Moment mal! Ich könnte ihm erzählen, dass der Mörder schon über alle Berge ist. Du könntest mich auch verpfeifen. Das Risiko wirst du wohl eingehen müssen. Du glaubst doch nicht, dass ich dich nach der Ansage zu ihm lasse. Dann zieh deine Waffe oder du vertraust mir. Du hast die Wahl. Na schön. Dann tu es, aber schnell. Je früher wir es hinter uns bringen, umso besser. Ja, seine... Ich sag mal so, das wird ja immer besser. Jetzt vertraut er uns, dass wir einfach nicht das Sinnvolle tun. Aber nun gut, sollen wir ihm, überlassen wir mal ihm. Wir teleportieren uns dann mal zum guten Ragnar und sagen dem mal Bescheid, was hier jetzt Phase ist. Und ich denke, es ist auch ganz sinnvoll, dass wir Duras gleich... Da ist er, wollte schon sagen, wo ist er denn? Dass wir Duras gleich mit dabei haben, weil... Ich meine, wenn wir schon den Mörder oder wenn wir schon die Belohnung einstreichen wollen, dann sollten wir auch gleich den Mörder auf dem Silbertablett präsentieren, ne? So, Ragnar. Die Sache ist... Du gabst dem Krieger Duras den Auftrag, den Mord an einem deiner Männer aufzuklären? So ist es. Und ich hoffe, dass er bald Ergebnisse vorweisen kann. Dieser Vorfall ist ein Verbrechen, das nicht ungesühnt bleiben darf. Er hat alle Bürger von Goliath schwer erschüttert. Der Mörder wird sein gerechtes Urteil erhalten. Ja, die Sache ist, ich kenne den Mörder. Ich kann dir über den Mörder von Ascor erzählen. Was denn? Du? Dann raus damit. Was weißt du darüber? Naja, die Sache ist... Duras selbst ist der Mörder. Verräter, wie kannst du es wagen, mich? Schweig, ich will wissen, was er vorzutragen hat. Kannst du diese schwere Anschuldigung auch beweisen? Du hast Duras erst kürzlich zum Krieger befördert. Doch er kann noch nicht einmal lesen. Ascor ist ihm auf die Schliche gekommen. Da hat er ihn aus dem Weg geräumt. Was sagst du da? Da! Wie konnte ich nur so blind sein? Und ich selbst habe mich schon gefragt, warum er so lange braucht, um den Mörder zu finden. Gut, ich werde der Sache nachgehen. Wenn etwas dran ist an der Geschichte, dann werde ich es sicher bald herausfinden. Und danke für die Nachricht. Hier hast du was als Belohnung für die Auflösung des Falls. Super. Und was machen wir jetzt mit Duras, der direkt hinter uns steht? Ich hätte dich oben in den Bergen verrecken lassen sollen, du Verräter! Mag sein. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Nur zu! Ich habe nichts mehr zu verlieren! Lass mich nur machen! Ja, und übrigens, es interessiert auch keinen, dass Duras uns jetzt hier angreift, will ich nur mal sagen, ne? Das juckt halt keine Sau. Die gucken halt alle schön so, ach, das ist der Mörder. Beziehungsweise der wurde gerade verurteilt und greift uns jetzt dafür an. Ja, ja, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Wir müssen hier niemanden verteidigen. Warum auch? Ja, die Musik ist ganz geil, das muss man ihnen lassen. Zack. Die Musik in dem Kampf ist ganz geil. Man sollte, wenn man gegen Duras kämpft, tatsächlich die starken Angriffe benutzen, weil er hat relativ viel Balance. Das heißt, die leichten Angriffe kontert er immer relativ schnell.
Uiuiui. Also inzwischen bin ich ja schon fast stärker als du, mein Freund, oder? Na gut, ich meine, ihr wart nie sonderlich intelligent, die ich hier mit hatte. Schade, dass die Musik jetzt eigentlich schon wieder vorbei ist, muss ich sagen. War eigentlich gut. Wow, ganz ruhig. Wow, ganz ruhig. Wow, ganz ruhig. Er macht gar nicht so viel Schaden, wie ich erwartet hätte. Ich weiß gar nicht, ob das... Das wäre eigentlich mal interessant zu wissen. Ob das, wenn ich jetzt schon die Gruppe verstärkt hätte. Ja, genau das meine ich. Guck mal, den interessiert das gar nicht, wenn wir ihn schlagen manchmal. Ob der dann jetzt mehr Schaden machen würde. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Und zack. Da wäre die Ausdauer fast weg gewesen. Boah, ihr steht im Weg, ihr blöden Wachen. Kannst du nicht mal aus Versehen so eine Wache treffen? Das wäre doch geil. Ach Mann, warum kannst du da so einfach durchpoisen, ey? Und warum renne ich gerade? So. Hui. Ja, die interessiert das da überhaupt einen Scheißdreck. Und Ragnar sieht auch so aus, als würde er sich gleich darum kümmern, herauszufinden, ob das wirklich wahr ist, dass Duras angeschuldigt wurde. Ah, er hat keine Ausdauer mehr. Sehr nice. Wobei man da, wie gesagt, nicht so wirklich sich drauf verlassen sollte. Kommt halt gerne mal vor, dass Gegner auch... Gegner auch nochmal ohne Ausdauer angreifen dürfen. Ist halt, weil man früher menschliche Feinde... Okay, das hat ja gut geklappt. Weil man früher menschliche Feinde sehr gut exploiten konnte, indem man ihnen einfach immer die Ausdauer weggekloppt hat. Und anstatt halt zu sagen, dass die KI ein bisschen intelligenter wird, dass sie zum Beispiel, wenn sie keine oder nicht mehr viel Ausdauer hat, dass sie ein bisschen defensiver spielt und ein bisschen zurückhaltender spielt, um Ausdauer zu sammeln, hat man das dann einfach so gelöst, dass die KI auch noch einen Angriff machen kann, wenn sie keine Ausdauer hat, um, ja, einen zurückzuschlagen. Ist, naja, ist irgendwie kein sonderlich toller Fix. So, du hast hier zugesehen während des Duells, ne? Ja. Duras wurde gerichtet. Das sind keine guten Nachrichten. Aber gut, dass es erledigt ist. Hier hast du deine Belohnung. Nochmal 500 Splitter, sehr schön. Was meine Unterstützung angeht. Wie sieht denn das jetzt eigentlich hier aus? Wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Angrims Test hast du bestanden. Das war gut. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Außerdem bist du ihm bei der Ernte zur Hand gegangen. Gute Arbeit. Jora meint, dass du ihn mit Maschinenteilen vom Konverter versorgt hast. Das war sicher nicht einfach. Bei den Werkern am Schlund hast du wohl jemandem keinen Gefallen getan. Zumindest höre ich nicht nur Gutes von dort. Meine Frau weiß nicht, was sie von dir halten soll. Kein gutes Anzeichen. Man erzählt sich, du hättest einem Kleriker zur Flucht verholfen? Das ist nicht hinnehmbar. Allerdings war meine Frau daran wohl auch nicht ganz unbeteiligt. Du hast mir bei der Sache mit Irdor geholfen. Das muss ich dir lassen. Einige meiner Männer behaupten, du hättest das Schwert von Erik Eisenfaust gestohlen. Sie können es zwar nicht beweisen, aber Fremden gegenüber sind sie stets misstrauisch. Eine große Hilfe scheinst du bei der Geschichte mit dem verschwundenen Elex ja nicht gerade gewesen zu sein. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Okay, das ist ja eine Logik. Meine Leute denken, dass du das Schwert von Erik Eisenfaust gestohlen hast. Sie haben keine Beweise, aber sie sind Fremden gegenüber sehr misstrauisch. Und was genau ist da jetzt dann der Hinweis, dass ich das Schwert geklaut habe, wenn sie sowieso Fremden gegenüber sehr misstrauisch sind? Bedeutet das dann nicht automatisch, dass ich sowieso bei denen der erste Verdächtige bin? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Naja, okay. So, wie viel... Ich guck mal ganz kurz. Wir haben momentan 33 Attributspunkte. Was ich jetzt ja als erstes machen wollte, das habe ich ja gesagt, ich glaube, das war ein Persönlichkeitsattribut. Ich wollte ja als erstes genau bei jedem Levelaufstieg einen zusätzlichen Attributspunkt bekommen. Das heißt, wir bräuchten 25... Jetzt müssen wir mal ganz kurz... Ich glaube, das reicht nicht. Intelligenz war es, ne? Ja. Ich glaube, das reicht nicht, weil ab 30 kostet das nämlich, glaube ich, wieder 2 jetzt, ja. Das heißt, wir kommen maximal bis 44. Das heißt, ich bräuchte danach noch 6. Das heißt, mit einem weiteren Level-Up reicht das noch nicht mal. Okay, pass mal auf, ich gucke erstmal ganz kurz was, bevor wir... Also ich meine, das kommt jetzt ganz drauf an. Ich muss jetzt überlegen. Also ich könnte bis 40 skillen und dann die nächsten 2 Level-Ups da reinstecken. Weil ich brauche dann ja noch 20 Attributspunkte. Ich kann aber auch mal ganz kurz gucken. Vielleicht hat hier Kaldrim, heißt er, glaube ich, einen Trank, den ich mir herstellen kann.
der mir da ein bisschen unter die Arme greifen würde. Zeig mir deine Ware. Auch wenn mich nicht... Sicher. Auch wenn ich komisch fände, wenn er sowas hätte. Er hat natürlich Mana-Tränke. Ich suche eigentlich, aber ich glaube, ich wüsste nicht gerade, wer eine Anleitung für Elex-Trank haben könnte. Na gut, aber das bedeutet ja eigentlich, dass ich theoretisch 8 Attributspunkte erstmal sparen könnte. Die ich dann einfach in den nächsten 2 Level-Ups in Intelligenz stecke. Weil ich glaube, wir haben auch nur leichte Elex-Tränke bisher. Schwache Elex-Tränke, ne? Haben wir überhaupt... Hatten wir nicht irgendwelche? Ah ja, nee, kleine Elex-Tränke haben wir, aber wir haben keine normalen Elex-Tränke, die uns Attributspunkte geben würden. Das heißt, wir schauen mal. Wir haben 2 Lernpunkte. Ich meine, wir könnten jetzt mal langsam unsere Gruppe verstärken, aber mit nur 8 Punkten reicht das nicht. Ich guck gerade, ob ich irgendwas hab, was ich für 8 Punkte lernen kann. Ich könnte Clown lernen für 8 Punkte. Ich kann auf jeden Fall Sockel einsetzen lernen, aber das bringt irgendwie jetzt nicht so viel. Wir könnten Bergbau lernen, aber nur um was zu lernen, ist dann vielleicht auch ein bisschen sinnlos. Hier bräuchten wir 10 Attributspunkte. 15. Die ganzen Theorien sind eigentlich nicht so wichtig. Die sind halt bloß diese Theorien-Sachen, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Die bringen einfach zum Beispiel, wenn wir Handwerkstheorie lernen, kriegen wir 10 Punkte auf Handwerk. Dann hätten wir Handwerk 13. Das ist halt ganz wichtig, weil es gibt, glaube ich, manchmal, also wirklich selten, wirklich hohe Anforderungen, wo es halt wirklich sinnvoll ist, über 10 Punkte zu haben, aber es ist, glaube ich, nur ein oder zwei Mal überhaupt. Das lohnt ansonsten überhaupt nicht wirklich. Ich glaube, die sind alle, nee, die können wir noch nicht lernen. Aber noch was beim Kampf. Wir könnten Fernkampfwaffen verstärken, auf jeden Fall. Paradestärke, die ist gar nicht so, obwohl, die könnte man vielleicht... Ich glaube, wir lernen Paradestärke. Vielleicht ist das gar nicht so dumm. Oder? Na, schwere Waffen benutze ich. Also ich glaube, wir lernen Fernkampfwaffen. Das heißt, wir gehen noch auf 8 Geschicklichkeit und noch Paradestärke. Dann sind wir auch gleich im Kampf deutlich besser. Das könnte auch helfen. Gut, das heißt 8 Geschicklichkeit. So, und einfach nur zur Sicherheit werde ich wahrscheinlich hier mal... Ja, toll. Nein, warte, jetzt habe ich irgendwie einen Fehler gemacht. So, stecken wir hier schon mal alles in Intelligenz. Genau. Dann haben wir sogar... Wir haben sogar noch einen Attributspunkt. Aber keine Ahnung, wo ich den jetzt... Gucken wir mal. Den können wir uns auch erstmal aufheben. Ich meine, Geschicklichkeit brauchen wir sowieso, um später nochmal etwas stärkere Waffen führen zu können. Da ist das vielleicht gar nicht so blöd. Wie gesagt, irgendwann können wir dann auch Waffen bauen lernen. Aber das lohnt sich erst, wenn wir ein bisschen mehr Geschick und Stärke haben. Weil, wie gesagt, wenn ich mein Schwert verstärke, brauche ich auch mehr Geschick und Stärke dafür. Was ein bisschen blöd ist, aber okay. Gut, dann... Bring mir etwas bei. Du bist doch der Kampflehrer. Ja. Dann Fernkampfwaffen. Ich meine, ich benutze ja ab und an einen Bogen. Und ich meine, wir könnten Granaten noch... Ich kann mir natürlich den Einlernpunkt auch erstmal aufheben. Ganz ehrlich, ich finde halt Paradestärke ist halt sinnvoll, weil man da nicht so leicht zurückgestoßen wird. Aber auf der anderen Seite... Lass den Unfug. Ich versuche eh öfter auszuweichen. Ich weiß nicht, so sinnvoll ist das nicht. Gut, dann machen wir uns mal zu unserem Treffpunkt hier. So, da haben wir jetzt... Na gut, Duras ist ja nicht mehr da. Wir haben jetzt Arx und... Oh. Heiltrank. Wir haben jetzt Arx und Falk hier. Wen will ich mitnehmen? Ja, ich, wie gesagt, an sich hätte ich nichts dagegen, auch mal Arx mitzunehmen, so als Abwechslung. Aber ich finde halt, es macht halt keinen Sinn, wenn wir in belebte Gebiete ziehen, weil die Leute ja eigentlich gegen Alps sein sollten. Wir nehmen mal Falk mit. Mitkommen. Natürlich. Wie gesagt... Ich glaube nicht wirklich, dass das ein Unterschied... Oh, warte mal, da liegt noch was. Dass das einen Unterschied machen würde, dass uns irgendjemand sagen würde, du kommst schon nicht rein, das ist ein Alp oder so. Wüsste ich nicht, dass das an irgendeiner Stelle passieren würde. Aber wir... Das heißt ja nicht, dass wir nicht roleplayen können, ne? So, gut, dann machen wir uns mal wieder auf nach Norden, wo ja schon die Koppelstadt ist. Und erledigen kurz noch die Geschichte rund um... Ach, warte mal, eine Sache würde ich nur ganz kurz noch nur mal gucken wollen. Nicht erledigen, aber gucken wollen. Und zwar beim großen Aufzug. Übrigens, mir ist aufgefallen, dass wir Ragnar gar nicht mehr sagen konnten, was mit Stan ist. Wenn wir ihm unser Wort geben, dann heißt das wohl offensichtlich auch, dass wir nicht mehr lügen können. Alles klar. Das war also damals eine Entscheidung, die irgendwie sowieso nicht wirklich durchgeführt werden konnte. Ich bin mir aber auch ehrlich gesagt nicht sicher, weil manchmal darf man lügen, wenn man Antworten gibt, manchmal darf man nicht lügen. Das ist ein bisschen komisch an manchen Stellen. Also, was die Entscheidungen angeht. Bemerkenswerte Landschaft.
Was die Entscheidungen angeht, hätte ich mir teilweise doch ein bisschen mehr Sachen noch gewünscht, die man sich durchdenkt. So. Oh, halt dich kurz, ich bin müde. An deiner Lieblingsstelle fand ich diese Schatulle. Ach, ich... Da lag eine Schatulle? Da liegt etwas an deinem versteckten Aufenthaltsort und du kennst es nicht, ja? Ich sag dazu nichts mehr, sonst verbrenne ich mir nur die Fresse, okay? In der Schatulle war dieser zerstörte Setzling. Was weißt du darüber? Ich sagte dir bereits, dass ich nichts damit zu tun haben will. Also hör auf, mich danach zu fragen. Okay, das war ja nochmal... Ich wollte nochmal gucken, was er uns noch, ob er uns noch irgendwelche sinnvollen Informationen geben kann. Aber offensichtlich ist dem nicht der Fall. So, dann kümmern wir uns jetzt um Rock, der sich ja um die Setzlinge kümmern soll. Um das Weltenherz, der ja einfach gegangen ist. Mich wundert halt bloß, diese Farm hier, von wem wird die denn eigentlich betrieben? Also ich meine, sieht ja so aus, oder zumindest sagt uns Rock ja immer, oder hat uns Rock ja zumindest bei der Befragung nach Asgore gesagt, dass er hier immer auf der Farm unterwegs ist, was für mich so klingt, als wäre er von irgendeinem höheren Tier quasi hier eingesetzt worden auf der Farm. Aber dem scheint ja dann doch irgendwie nicht zu sein, weil eigentlich sollte er ja beim Weltenherz sein. Das heißt, diese Knechte arbeiten hier einfach ohne irgendeinen Typen, der sie überwacht, oder wie? Irgendwie komisch. Na gut. Rock. Auf jeden Fall. Ach ja. Hier konnten wir uns ja entscheiden, ob wir ihm helfen, die Überlebensausrüstung zu kriegen, damit er zu den Outlaws geht, oder ob wir ihn einfach zurück zum Weltenherz schicken. Und hier sind wir ganz einfach, na ich sag mal, hier sind wir einfach mal auf uns bedacht. Wenn wir ihm jetzt ewig viel Überlebensausrüstung besorgen müssen, ist das viel, was wir investieren müssen, um wahrscheinlich nicht wirklich was wie dabei rauszukriegen, deswegen... Torgal braucht dich beim Weltenherz. So? Und wenn ich keine Lust mehr habe, herumkommandiert zu werden? Ach soll Gott. Er sich doch aus Goliath ein paar gesetzestreue Typen rankarren lassen? Mein Weg führt mich in die Wüste, sobald meine Reisevorbereitungen abgeschlossen sind. Ja, du kannst deine Reisevorbereitung ja nicht mal selbst abschließen, ne? Ach so. Hä? Warte mal. Es gab eine Eskorte, die ihm zum Hof begleiten sollte? Aber wieso wusste dann Torgal gar nicht, wo der Typ ist? Er sagte, guck mal unterhalb der Kuppelstadt nach, da könnte ich ihn mir vorstellen, aber nicht, ja, ich habe ihn unterhalb der Kuppelstadt dahin geschickt, um die Farm zu begutachten. Hä? Das ergibt doch gerade gar keinen Sinn. Was ist mit der Eskorte passiert, die dich zum Hof begleiten sollte? Ich gebe dir einen Tipp. Viele Klauen, viele Zähne, viel Blut. Konnte meinen Hals noch rechtzeitig aus der Schlinge ziehen und bin zum Hof gerannt. Ihre Kadaver verschimmeln sich ja irgendwo in der Nähe oder liegen den Biestern schwer im Magen. Keine schöne Sache das. Aber ihr Opfer hat mir den Arsch gerettet. Naja, und jetzt befindest du dich quasi 5 Meter von einem Haus mit tausenden Mutanten. Und interessierst dich überhaupt nicht dafür, aber okay. Wegen der Sache mit dem Weltenherz. Ja? Nun, gut, Persönlichkeit haben wir leider noch nicht. Soll ich Torgal sagen, dass du nicht mehr für... Ganz ehrlich. Du kehrst zurück, oder ich zwinge dich dazu. Jetzt halt mal die Luft an, ja? Welches Recht nimmst du dir, dich hier so aufzuspielen? Ach, mein Gott. Das Recht des Stärkeren. Und jetzt lauf. Ganz ruhig. Wir können uns doch zivilisiert unterhalten. Gib mir wenigstens einige Splitter, damit ich ein paar Sachen kaufen kann, die mir meine Arbeit erleichtern. Nein, ganz ehrlich. Ach komm, ehrlich, ja, aber einfach nein. Ich zähle jetzt bis 3. Aber ich wollte doch nur... 1. Ernsthaft. Halt, warte, ich... 2. Beim Pilger, du meinst es ernst? Ich hau ab! Was ist da? Was ist der Typ? Ein 5-jähriges Kind oder was? Ach, na gut. So, das hätten wir. Dann gehen wir noch zu Torgal zurück und holen uns unsere Belohnung. Was soll ich ihm denn 90 Elixit geben? Der kann sich davon doch eh nichts beim Weltenherz kaufen. Ganz ehrlich. Wow, der rennt hier mitten durch die Gegend. Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht von irgendeinem Vieh angesprungen wird. Das wäre jetzt noch das Geilste, von irgendeinem Vieh angesprungen zu werden. Und er scheint auch unendlich Ausdauer beim Laufen zu haben. Zumindest ist er noch nicht einmal gestoppt. Ah, der scheint den superschnellen Weg dahin zu kennen. Oh oh, oh nein, da ist ein richtig fieses Vieh. Oh. Ich hoffe, das tötet ihn jetzt. Also wenn das ihn jetzt tötet, ne, dann bin ich ja sauer. Ich glaube, er ist einfach vorbeigerannt, oder? Greift uns gerade was an? Ich hoffe mal, er ist jetzt einfach vorbeigerannt. Hoffe ich jetzt einfach mal. Läuft natürlich direkt an dem gefährlichsten Vieh erstmal vorbei, ne? Wenn der jetzt da bei draufgegangen ist, ey.
Dann bin ich aber sauer, ganz ehrlich. Das ist doch so dämlich. Das wäre einfach wieder so dämlich. Das wäre einfach so mega dämlich. Gucken wir mal. Ich guck mal, was ich für eine Information hier von Torgal kriege. Ist der Typ schon da? Okay. Rock arbeitet wieder für dich. Die Zeit, die uns wegen seinem Ausbleiben verloren ging, wird nur durch jede Menge Schweiß wettzumachen sein. Aber mein Fuß ist groß genug, ihm diesen abzuverlangen. Hier, für deinen Einsatz. 123 Splitter, na gut. Ist auf jeden Fall in Ordnung, aber ich glaube, Rock ist noch nicht da, oder? Sag mir bloß, der verreckt da. Ich meine, ich habe meine Belohnung gekriegt, soll mir scheißegal sein, aber... Der kämpft echt gegen das Vieh, oder? Ist er schon tot? Wo ist denn der lang gerannt? Er ist echt tot, wollte mich verarschen. Ah ne, er ist nur bewusstlos. Ein Kampf! Ein Stalker. Na, ob wir den besiegen können. Hau mal drauf, Falk. Jetzt helfe ich Rock hier, so ein blödes Vieh zu besiegen, weil der einfach zu dumm ist. Schieß weiter, Falk. Sehr gut, Falk. Oh Gott, der kriegt ja fast gar keinen Schaden, das Vieh. Einer immer schön mit dem Fernkampf drauf. Okay. Das ist, ich glaube nicht, dass das was wird. Aber Falk steht auf jeden Fall erstmal wieder direkt auf. Alter, willst du mich verarschen? Ach, come on. Ich glaube, das laden wir einfach. Ich hoffe mal, Rock steht irgendwann wieder auf. Das ist jetzt nicht mehr meine... Ganz ehrlich, das ist jetzt nicht mehr meine Sache. Ich habe mein Geld bekommen. Wenn der so blöd ist und direkt an einem Stalker vorbeiläuft und dann wahrscheinlich nicht mal einen Kampf überlebt. Irgendwann wird der hier hoffentlich wieder ankommen. Ich meine, der ist nur bewusstlos. Der ist scheinbar nicht tot. Warum auch immer der Stalker ihn nicht tötet. Aber, naja. Also, keine Ahnung. Das ist ja wieder... Das ist wieder so eine Geschichte. Warum lasse ich denn den NPC da lang rennen, wo eins der stärksten Viecher ist? Das ist doch einfach nur dämlich. Ich meine, aber wie gesagt, mir soll es egal sein. Ich habe meine Belohnung gekriegt. Ich meine, rein vom Roleplay hätte ich ihn jetzt töten können, oder hätte ich ihn eigentlich noch töten müssen, um die Geschichte vollends durchzubringen. Klar, aber das Vieh ist mir, ganz ehrlich, das Vieh ist mir einfach zu stark. Muss man halt einfach mal ganz klar so sagen, das Vieh ist mir einfach zu stark. Das kann ich nicht besiegen in dem, oder in so unserer momentanen Phase. Das tötet mich in 2 Hits und ich mache halt so gut wie gar keinen Schaden. Halt, außer mit meinem, ich mache halt mit meinem Albzauber leichten Schaden. Aber ich glaube, ich bräuchte alleine meine 4 Albzauber, um das Vieh zu besiegen. Von daher, na. Ich denke mal, der kommt dann irgendwann an, wenn wir weit genug weg sind, ne? Ja, aber wie gesagt, das sind so eine Kleinigkeiten. Das sind halt diese Details, die fehlen. Das muss doch irgendjemandem aufgefallen sein. Oh, wenn Rock da hinläuft, dann läuft er direkt an dem größten Vieh vorbei, das wir hier hin platziert haben und wird dabei umgehauen. Mensch, vielleicht sollten wir ihm eine andere Route geben. Oder einfach es ermöglichen, dass er so schnell an dem Vieh vorbeiläuft, dass es ihn nicht treffen kann oder so. Ich meine, der lief ja schon die ganze Zeit durchgängig, ne? Da drüben! So viel mehr Schaden... Danke, Freundchen. So viel mehr Schaden machen wir jetzt auch nicht, oder? Der lief ja schon mit höchster Geschwindigkeit. Der wäre ja locker vorbeigekommen, wenn er sich nicht scheinbar mit dem Vieh noch angelegt hätte. Naja. Soll mal nicht meine Sorge sein. So, ich würde sagen, wir machen uns jetzt endlich mal auf da nach Norden. Ich meine, wir sind jetzt fertig ja mit der Detektivgeschichte, aber da gibt es ja die Kuppelstadt. Und da wollen wir jetzt mehr oder minder als nächstes hin, denke ich. Weil das sieht sehr interessant aus. Und da wollen wir uns, ja, wollen mal gucken, was es da so zu holen gibt. So, da drüben hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal Arix getroffen. Ich will nochmal ganz kurz gucken, weil ich gerade sehe. Ah, nee, da war nichts. Ich dachte, da wäre was auf dem Dach gewesen. Ah, guck mal doch. Großer Elixitbeutel, wer auch immer den da hingelegt hat. Ich finde es gut, dass ich ihn gefunden habe. So, das Haus da drüben. Ah ja, das ist auf dem Weg zur Farm. Da waren wir auf jeden Fall schon. Da vorne sind schon wieder irgendwelche Raptoren. Echt viel los hier mitten vor der Stadt. Sollten da nicht auch mal sich ein paar Wachen immer mal wieder drum kümmern, damit halt nicht so viel los ist. Schießt den gar nicht, dachte ich. Schieß mal ein bisschen schneller, Freundchen. Kommt der andere eigentlich auch? Oh, der macht gar nicht seinen Mega-Angriff gerade, wo er mehrere Angriffe hintereinander macht. Den hatte ich erwartet jetzt, deswegen bin ich ausgewichen. So, ich meine, bei dem hier brauche ich einfach nur weit genug weg sein. Der andere Raptor hat scheinbar keinen Bock. Und tschüss.
Sehr schön. So, komm, den anderen Raptor holen wir uns gleich auch noch. Ich meine, das sind eigentlich Rudeltiere, aber die da haben scheinbar keinen Bock auf Rudel. Hallo? Alter, warum seid ihr manchmal so mega passiv, ey? Und dann haust du auch noch daneben. Ja, macht er wieder nicht seinen komischen Mega-Angriff. Jawohl. Ich finde es auch irgendwie komisch, wie die Viecher einfach so zur Seite ausweichen. Das sieht irgendwie super komisch aus. Was machst du denn da? Ich treffe das Vieh kaum, weil das einfach immer zur Seite hüpft. Erstmal schön daneben gehauen. Ja, das ist halt das Problem, wenn man nicht anvisiert. Man kann sich nicht so schnell umdrehen nach dem Vieh. Das ist natürlich ein kleines Problem, aber damit muss ich jetzt leben. Gut. So, da geht's ab zur Kuppelstadt. Da ist auch ein Turm davor. Ich glaube, da gehen wir jetzt erstmal hin. Ist hier ein Weg da direkt hin, oder gibt's da sonst noch irgendwas? Da vorne ist, glaube ich, noch ein Vieh. Da ist noch ein Hornwolf. Ich will jetzt aber erstmal, ehrlich gesagt, zur Kuppelstadt. Da ist ein... Oh Gott, da ist schon wieder so ein hässlicher Unhold, ey. Ich glaube, inzwischen könnten wir vielleicht sogar einen Schlag von dem überleben. Wir haben mehr Lebensenergie, glaube ich, seit dem letzten Mal. Wir haben eine Rüstung... Ne, obwohl, die Rüstung hatten wir schon, aber... Wir haben jetzt, glaube ich, eine verstärkte Rüstung. Aber ich glaube, bei den leichten am Anfang zählt das eh noch nicht so viel. Da macht das eh noch nicht so den riesen Unterschied. Ich glaube, wenn wir einfach der Straße folgen, kommen wir dann zum Eingang der Kuppelstadt, oder? Wie gesagt, wir werden uns hier draußen noch ein bisschen umsehen. Ich würde jetzt aber gerne erstmal zur Kuppelstadt kommen, damit wir auch mal wieder einen Ort haben, wo wir uns zurückziehen können. Ich meine, Goliath ist immer da, aber Goliath ist inzwischen ja doch sehr weit im Süden. Da müssen wir immer... Ich meine, klar, mit den Teleportern geht das, aber da müssen wir dann doch immer sehr weit reisen. Da ist doch keiner drunter, ey. Oh, guck mal. Da vorne sind Berserker. Ich glaube, das sind diese reisenden Händler, oder? Oh, da kommen mehr von denen. Da kommen eine ganze Menge von denen. Und ich kriege natürlich nicht die Erfahrungspunkte, Mist. Die kriegen gar keinen Schaden von mir. Na gut, ich... Hallo, Fremder. Ich habe die besten Waren, die du auf deinen Reisen jemals brauchen kannst. Ja, ich mache an dem Vieh eh keinen Schaden, von dann daher... Zeig mal, was du hast. Nur das Beste für einen Abenteurer wie dich. Ich glaube, waren wir nicht schon mal bei dem... Ja. Oh, warte mal, hatte der Elix-Tränke? Dann zeig mal, was du hast. Oder ist nur es ein das anderer? Beste für einen Abenteurer wie dich. Oder kann auch sein, dass ich mich komplett irre gerade. Ja, warum sollte der Elix-Tränke haben? Nee, natürlich nicht. Wäre zu schön gewesen. Ich meine, ich kann die Reißer wenigstens noch ausnehmen. Ein paar Sachen kriege ich da... Wo ist denn der zweite? War der weiter oben? Wo ist denn der zweite Reißer hin? Okay, scheiß drauf, dann halt nicht. Kann ich den halt nicht looten. Wer weiß. So, da haben wir den Eingang zur Kuppelstadt. Da steht auch irgendjemand, wie es aussieht schon. Ich glaube, hier gibt's, genau, hier gibt's auch einen Teleporter. Nom. Dieser Teleporter hat eine Verbindung zu einem weiteren, der sehr weit entfernt von hier ist. Scheinbar habe ich gerade noch einen weiteren Teleporter in der Nähe des Horts der Kleriker in Ignadon aktiviert. Ja. Wenn ich etwas als Kunst bezeichnen würde, dann diese Kuppel. Ein wahres Meisterwerk der Technik. Ja, aus irgendeinem Grund haben wir jetzt auch den Teleporter zum Hort in Ignadon aktiviert. Das ist das einzige Mal, wo ein bisschen mehr auf die Technik der Teleporter eingegangen ist. Aber warum das passiert oder wie die miteinander verbunden sind, warum der hier den Hort in Ignadon aktiviert, wird alles nicht weiter erklärt. Ey, warte mal. Ja? Ich suche einen Kerl namens Ray. Er ist ein Outlaw und hat meist eine ziemlich große Klappe. Du hast ihn nicht zufälligerweise in letzter Zeit gesehen? Nicht wirklich. Aber nehmen wir mal an, ich hätte. Und wenn es so wäre? Pass auf, du sagst mir besser Bescheid, wenn du den Kerl irgendwo siehst, klar? Ja, okay, aber was kriege ich dafür? Was zahlst du für eine Information über Ray? Du nimmst besser den Mund nicht so voll. Du kannst froh sein, wenn ich dir deinen Schädel nicht verbeule. Okay, von mir aus. So, und da vorne... Gut, ich meine, die Kleriker sind hier groß in der Kuppelstadt, aber trotzdem, warum das den Teleporter bei den Klerikern aktiviert, naja. Halt! Keinen Schritt weiter! Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen.
Lass uns durch. Wenn ich euch kennen würde, vielleicht. Aber dem ist nicht so. Okay, und wie kriege ich eine? Woher bekomme ich eine Zugangskarte? Gar nicht mehr. Wir haben Weisung, niemanden mehr hineinzulassen. Diese Stadt ist ein Pulverfass und wir Kleriker versuchen alles, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr schädliche Elemente in die Stadt zu lassen. Die Outlaws scheinen mit unserer Führung nicht ganz zufrieden zu sein. Aber ohne Ordnung und Gesetze kann keine Zivilisation bestehen und wir können hier keinen Aufstand gebrauchen. Es gibt eine Menge Leute, die nicht in die Stadt kommen. Mit denen kannst du dich ja zusammenschließen. Sie haben sich weiter draußen in einem der alten Häuser eingenistet. Okay, sind wir jetzt bei Walking Dead? Gregor wird sich das merken. Wie steht es um Truppenbewegungen der Alps hier in der Gegend? Tja, hier in Abessa ist eine Menge los, kannst du dir vorstellen. Was vor allem daran liegt, dass wir uns hier so nah an Xarkor, dem Eisland im Norden, befinden. Mich interessieren vor allem die Elexitoren. Jetzt, wo du es sagst, Elexitor Kallax ist vor ein paar Tagen mit seinen Soldaten und einer Truppe Kampfmaschinen hier vorbei Richtung Norden gezogen. Keine Ahnung, was er hier wollte, aber er schien sich nicht für unsere Stadt zu interessieren. Mhm, okay, und wann war das? Kallax zog in den Norden. Wie lange ist das her? Ich sagte ja, ein paar Tage. Er ist mit Sicherheit schon wieder in der Hauptbasis der Alps, im Eispalast oben in Xarkor. Warum interessiert dich das? Du bist doch nicht so lebensmüde und willst es mit den Elexitoren aufnehmen, oder? Nein, ich bin noch nicht so weit. Aber es ist gut zu wissen, was der Feind vorhat und wo er sich gerade befindet. Oh Mann, noch so ein Spinner mit Heldenkomplex. Ich hoffe, das ist nicht ansteckend. Komm mir bloß nicht zu nah. Ach, Gottes Willen. Okay, wir gucken uns mal ganz kurz hier um. Vielleicht gibt es ja noch einen zweiten Eingang, den die bloß nicht kennen. Vielleicht sind die ja ähnlich dämlich wie die Berserker. Die haben ja ihre Festung auch nicht sonderlich gut bewacht, wenn wir mal ehrlich sind. Schauen wir mal. Ah, hier gibt es tatsächlich noch einen Eingang. Ah, da steht auch eine Wache. Halt! Ohne ID wird niemand in die Stadt gelassen. Na gut, kann ich so rein? Lass mich durch, ich möchte in die Stadt. Dann geh zu Gregor am anderen Tor. Er ist der Einzige, der die Erlaubnis hat, neue IDs auszustellen. Es werden nicht mehr sehr viele Leute reingelassen. Das liegt wohl auch daran, dass so viele verdammte Outlaws versuchen, in die Stadt zu kommen. Okay, was ist denn mit diesen Outlaws? Du scheinst Outlaws nicht leiden zu können. Wundert dich das? Wir haben viel zu viele von ihnen in der Stadt. Sie machen nichts als Probleme. Und draußen vor der Stadt auf dem alten Hof hängen schon wieder ein halbes Dutzend von ihnen herum. Ich wünschte, irgendjemand würde sie einfach vertreiben, wenn du verstehst, was ich meine. Okay, du willst also die Outlaws töten. Du willst, dass die Outlaws vor der Stadt sterben? Wow, immer langsam. So habe ich das nicht gesagt. Doch, auch wenn ich schon. Es bestimmt nicht schade fände, wenn sie keinen Ärger mehr machen würden. Okay, das könnte ich ja vielleicht erledigen. Wegen den Outlaws vor der Stadt. Ich würde denjenigen, der sie zum Verschwinden bringt, auch großzügig entlohnen. Na, das ist ja schon immer was, immerhin was, ne? Wenn der Preis stimmt, werde ich mich um die Outlaws kümmern. Gut ausgerüstet siehst du ja nicht aus. Na, danke. Aber gut, wenn du es wirklich schaffst, will ich mich nicht beschweren. Die Bezahlung sollte kein Problem sein. Geh einfach zu den Outlaws und bring mir ihre Köpfe. Dann bekommst du deine Bezahlung. Ich denke, sie sollen verschwinden. dachte ich. Du willst ihre Köpfe? Bei Kalan, nein. Was soll ich denn mit ihren Köpfen? Das habe ich nur so gesagt. Ach so. Sorg einfach dafür, dass die Outlaws verschwinden. Und lass dich bloß nicht auf einen Handel mit ihnen ein. Sonst kannst du deine Belohnung vergessen. Na, schauen wir mal. Okay, naja gut, von welchen Outlaws er wohl genau redet. Das wird nicht so komplex sein, glaube ich, herauszufinden. Wie ist die Lage in der Stadt? Die Stadt steht kurz vor der Explosion. Outlaws, Berserker, Kleriker. Alle auf einem Haufen. Ich sage dir, das wird nicht mehr lange gut gehen. Man sollte sich gut überlegen, wem man hier einen Gefallen tut und wem nicht. Besonders diese verdammten Outlaws überall gehen mir auf die Nerven. Ja, das ist nämlich das Besondere an der Stadt, sag ich mal.
Da leben im Prinzip Outlaws, Kleriker und Berserker zusammen. Wie das genau aussieht, werden wir mal gucken. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz vor die Stadt, welche Outlaws er da meinen könnte. Ich meine, da steht einer rum, aber den wird er ja wahrscheinlich nicht meinen. Mit dem einen wird er ja wahrscheinlich keine großen Probleme haben. Geht wahrscheinlich um Leute, die hier ein bisschen mehr rumsitzen. Ja, da drüben sitzen sie doch schon. Na, da gucken wir uns mal an, was die so zu sagen haben. Tag auch. Okay, die alle sollte ich umbringen quasi. Oder ich mache mit ihnen Handel, dass sie gehen. Lehren aus diesen Ruinen ziehen. Na, wenn du meinst, ich trau mich gar nicht darüber zu reden. Bist du ja der Anführer? Willkommen im Lager der Unreinen. Wo sich die armen Seelen treffen, die diese stinkenden Kleriker nicht in die Stadt lassen. Alles klar, das sind dann wohl die Outlaws. Was macht ihr hier? Sag mal, hörst du mir nicht zu? Wir warten hier darauf, dass sich die feinen Herren Kleriker dazu entschließen, uns in die Stadt zu lassen. Es gibt einige Outlaws in der Stadt, die Kleriker bereits bearbeiten, dass die Eingangskontrollen gelockert werden. Aber sowas braucht Zeit. Wenn die falschen Leute Wind von euren Plänen bekommen... Das passiert sowieso nicht. Die Kleriker hören nur das, was sie hören wollen. Ach so, na wenn du meinst. Okay, die Sache ist... Ich möchte auch in die Stadt. Hast du es denn schon versucht? Ja. Und er hat dich nicht reingelassen, richtig? Sonst wäre ich nicht hier. Also pass auf. Ich habe eine Möglichkeit, wie du in die Stadt kommst. Aber die ist riskant, weil du möglicherweise nicht mehr herauskommst. Okay, und warum? Wieso sollte ich nicht mehr herauskommen? Nicht, dass es dir wie Cooper ergeht. Du solltest eines wissen. Jeder, der keine gültige ID hat, wird von den Klerikern nicht durchgelassen. Nicht in die Stadt, aber auch nicht mehr aus der Stadt. Alles klar, ich meine, ich kann mich rausteleportieren, ne? Von daher. Wieso sollte man Leute in der Stadt festhalten? Alter, ich hab keine Ahnung, frag die Kleriker. Deren Regeln versteht doch sowieso kein Schwein. Da kommen wir auch schon zum Kern der Sache. Wenn du möchtest, gebe ich dir eine gefälschte ID-Karte. Allerdings habe ich eine Bedingung. Wir haben Cooper bereits in die Stadt geschleust. Aber jetzt kommt er nicht mehr heraus. Du musst ihm eine ID mitbringen. So, dass er die Stadt wieder verlassen kann. Aber sei dir bewusst, was passiert, wenn du damit entdeckt wirst. Du kommst nicht mehr heraus. Deswegen traut sich auch niemand von uns, damit hineinzugehen. Okay, na gut, gib mir das Ding erstmal. Ich mache es. Gib mir eine ID-Karte. Hier hast du... Ach, scheiße. Ich hab ganz vergessen, dass Vic alle dabei hat. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Solange Vic nicht wieder da ist, kann ich dir auch keine ID fälschen. Er hat die ganzen Blankokarten. Und wann kommt dieser Vic wieder? Tja, gute Frage. Der ist schon einige Zeit weg. Sie wollten eigentlich nur um die Ruinen hier ziehen und nachsehen, ob es hier noch etwas gibt, das es sich einzusacken lohnt. Du könntest ja nach ihnen suchen, wenn du es eilig hast, in die Stadt zu kommen. Sie sind Richtung Nordwesten aufgebrochen. Durchsuche einfach die ganzen Häuser, die da so stehen. Na klar. Dann wirst du sie schon finden. Na gut, schauen wir mal. Da ist noch eine andere Sache. Die Kuppelwache Gustav schickt mich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie uns tatsächlich in die Stadt lassen. Also was will er von uns? Naja, die Sache ist... Er will, dass ihr von hier verschwindet. Das kann er vergessen. Wenn er will, dass wir abhauen, dann muss er uns schon töten. Wir gehen nirgendwo hin. Wenn er will, dass wir verschwinden, soll er gefälligst selbst herkommen. Sag ihm das. Okay, und was genau hätte ich davon? Was hätte ich davon? Du gefällst mir. Erstmal nach dem eigenen Nutzen fragen, was? Du würdest einen guten Outlaw abgeben. Pass auf, ich habe ein Angebot für dich. Wenn Gustav uns tot sehen will, dann wollen wir natürlich ihn tot sehen. Wenn du ihn zu uns bringst, dann bekommst du ein paar Splitter von mir und die Belohnung, die er dir versprochen hatte. Mit anderen Worten, du nimmst dir von seiner Leiche einfach das, was du haben willst. Aber wie gesagt, vorher bringst du ihn hierher. Was hältst du davon? Und wie genau soll ich das hinkriegen? Wie soll ich ihn hierher locken? Keine Ahnung, denk dir was aus. Sag ihm, wir sind zu stark für dich und du brauchst Hilfe. Hauptsache, du lockst ihn hierher. Alles klar? Na gut, okay, ich schau mal. Wir können ja erstmal sagen... Deal. Ich bringe ihn hierher und ihr kümmert euch um ihn. Wer weiß, wenn er vom Tor weg ist, kommen wir vielleicht sogar hinein. Bevor jemand merkt, dass er weg ist. Obwohl, nee, vergiss das. Dann würden wir nicht mehr herauskommen. Egal. Bring Gustav zu uns und wir kümmern uns um ihn. Wir warten ja auf euch.
Okay. Fulminant. Okay. Warum auch immer Falk das jetzt gefallen hat, keine Ahnung. Gut, wir haben jetzt im Prinzip, und an der Stelle würden wir nämlich die Folge beenden, aber wir haben ja jetzt im Prinzip wieder mehrere Sachen, die wir machen können. Erstens, wir müssen irgendwie in die Kuppelstadt. Wir haben dafür jetzt folgende Möglichkeiten. Wir können diese gefälschten IDs benutzen und könnten mit den gefälschten IDs in die Stadt kommen. Dafür müssen wir sie suchen, das werden wir beim nächsten Mal, denke ich, sowieso machen. Aber wir könnten mit den gefälschten IDs in die Stadt kommen. Und dann hätten wir in der Stadt wiederum die Möglichkeit, ob wir den Typen Cooper in der Stadt auffliegen lassen oder nicht bei den Klerikern. Ich weiß nicht, ob wir das auch machen können, wenn wir ohne gefälschte ID theoretisch reinkommen. Müssten wir mal schauen. Auf jeden Fall, ja, das wäre die Möglichkeit. Wir könnten mit den Outlaws zusammenarbeiten, um in die Stadt zu kommen. Oder wir hoffen, dass wenn wir mit Gustav zusammen, also ich denke, so oder so würden wir mit Gustav die Outlaws erledigen. Wenn wir mit Gustav zusammen die Outlaws erledigen, dass wir dann auch in die Stadt gelassen werden, dafür, dass wir uns um die Outlaws gekümmert haben. Das wäre Möglichkeit 2, in die Stadt zu kommen. Und ja, die andere Frage ist natürlich, und wie gesagt, das überschneidet sich jetzt so ein bisschen. Was machen wir mit den Outlaws? Ich meine, da haben wir im Prinzip 3 Möglichkeiten. Entweder wir tun das, was die Outlaws wollen, wir töten Gustav mit ihnen. Wir tun das, was Gustav will und wir töten mit ihm die Outlaws. Oder wir ignorieren einfach beide und lassen beide leben. Das ist natürlich auch die Möglichkeit. Dann kriegen wir natürlich von keinem der beiden eine Belohnung, was ja irgendwie ein bisschen schade wäre. Aber das sind im Prinzip die Sachen. Also in erster wichtige Frage. Wie wollen wir in die Stadt kommen? Wollen wir versuchen, mit den Outlaws und den gefälschten IDs in die Stadt zu kommen? Auf die Gefahr hin, dass wir nie wieder rauskommen. Ich meine, wir können uns ja nur jederzeit rausteleportieren, ne? auf die Gefahr hin, dass wir nie wieder rauskommen. Und wollen wir dann in der Stadt die Outlaws weiter unterstützen und ihren Mann rausschleusen? Oder wollen wir versuchen, ehrlich, in Anführungsstrichen, in die Stadt zu kommen, indem wir die Outlaws zusammen mit Gustav töten und ja, mit der Gefahr, dass wir dann vielleicht gar nicht mehr in die Stadt kommen, weil wir, ja, im Prinzip ja keine ID haben. Und die zweite Sache ist, wie wollen wir mit den Outlaws und Gustav verfahren? Wie gesagt, überschneidet sich so ein bisschen, aber das sind die Entscheidungen, die ihr treffen dürft. Und beim nächsten Mal werden wir dann mal gucken, ob wir in die Kuppelstadt reinkommen und was wir da so finden können. Aber das alles erst in der nächsten Folge von Let's Play Elex. Bis dahin, ciao.